Hallo und herzlich willkommen zum Bonusmaterial zur Folge Wie fühlt sich sexuelle Anziehung eigentlich an? Hier auch gleich am Anfang eine kurze Triggerwarnung. Wir werden über Sex sprechen und natürlich über sexuelle Anziehung. Also wenn du das nicht hören willst oder dich beim Thema unwohl fühlst, dann musst du das selbstverständlich nicht hören. Oder du hörst das Bonusmaterial mit einer Person, die dich unterstützen kann, bei der du dich sicher fühlst. Das ist absolut deine Entscheidung und steht dir vollkommen frei. Hallo und herzlich willkommen zum Bonusmaterial mit Finn, Noah und Katze. Ja, wir haben hier wieder so ein kleines Quiz-Spiel von unserer Redaktion, speziell JJ, vorbereitet bekommen. Und ich würde sagen, ich lese das einfach mal vor. Und zwar sind das hier so mehrere Statements, würde ich sagen. Die beginnen immer alle mit: Ich hab schon mal. Genau, also ich hab schon mal mich sexy angezogen, um etwas zu kriegen, beziehungsweise, nee, Entschuldigung, ich habe mich verlesen, da steht zum Beispiel, dass jemand einen Drink spendiert. Noch nie eigentlich. Nein, nicht für einen Drink. Sonst schon? Es sind auch andere Sachen gemeint. Das war jetzt bloß ein Beispiel, aber also ich glaube, sexy kann man meinen Klamottenstil nicht nennen. Einfach nur, oh, ist bequem. Ich wäre einfach nie auf die Idee gekommen, das zu machen, beziehungsweise ich hätte, glaube ich, übel Probleme damit, mich sexy anzuziehen, weil ich schon mal überfordert damit wäre, was ich anziehen muss. Was ich mal gemacht habe, das war auch in meiner ersten Beziehung. Ich sag immer gern, da waren mein Partnermensch und ich, wir beide noch ein bisschen blöd. Der hat mir immer gesagt, zieh doch mal einen Rock an oder zieh doch mal ein Kleid an. Das ist kleidungstechnisch noch nie meins gewesen und das wird auch nie meins sein. Das habe ich tatsächlich dann mal gemacht, weil mein Partnermenschen das irgendwas gegeben hat, aber wohlgefühlt habe ich mich damit nicht und ich muss sagen, jetzt würde ich es nicht mehr machen. Aber ich habe es halt nicht gemacht, um irgendwas zu bekommen. Und sexy war es auch nicht, denke ich. Kam gerade ein Einwurf aus der Technik, und zwar in Bezug auf, dass ich da wohl eine Person mal recht freizügig mit paar Knöpfe der Bluse weiter oben offen so angezogen hat, so ein bisschen anzüglich. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, was es war, auf jeden Fall um irgendwie was, eine Verlängerung für irgendwie eine Magisterarbeit oder so zu bekommen beim Die hat Professor. einen Termin beim Professor, hat es gerade geheißen. Und ja, Auch nicht keine schlecht. Ahnung. Auf die Idee wäre ich auch nie gekommen. Also Nee, ich hätte eher auf die Tränendrüse gedrückt. ja, oder ja, irgendwie so. Wahrscheinlich nicht mal das, weil das mein Stolz nicht erlaubt, aber Nee, mich eigentlich auch sexy nicht. anziehen. Okay. Naja, schauen wir mal, was wir weiter haben. Das nächste ist, ich habe schon mal ein Poster aufgehängt von einem vermeintlich attraktiven Star-Person, obwohl ich das gar nicht so empfand. Auch nicht. Also, aber abgesehen davon, dass ich generell keine oder ganz selten Poster aufgehängt habe, die irgendwelche Personen gezeigt haben und wenn jetzt nicht, weil die Person irgendwie attraktiv war oder sein sollte oder so. Also ich hatte genau von einer, ich würde sagen, Sängerin in dem Fall. Also ich nehme an, die Person sieht sich auch als weiblich. Vermute ich jetzt einfach mal vom Auftreten her. Hatte ich tatsächlich Poster an der Wand hängen eine Zeit lang, aber einfach, weil ich die so cool fand und weil die irgendwie für mich so ein Vorbild war. Aber das war eben, ich fand die damals so toll, weil, ach, ich kann es auch einfach sagen, es war Avril Lavigne. Die war einfach so frech und punkig und ich fand die damals cool. Zumindest die ersten Alben. Irgendwann wurde mir die dann auch zu mädchenhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war das nicht mehr mein Idol und dann verschwanden auch die Poster. Also ich habe definitiv auch Poster von irgendwelchen Stars und Sternchen hängen gehabt. Allerdings nie, weil ich sie attraktiv fand, sondern weil ich deren Musik gut fand oder deren Art gut fand, sie irgendwo als Vorbild gesehen habe, aber nie wegen Attraktivität. Also mit Attraktivität hatte das auch bei mir absolut null zu tun. Ich fand die Person einfach cool und ich fand es einfach cool, weil nach meinem Empfinden hat sich die Person einfach was getraut und hat sich rotzfrech verhalten und wollte auch ein bisschen frecher sein und ein bisschen mich mehr trauen. Ich war doch ziemlich brav. Ja, einige nannten das langweilig. Ja,
Ja, oder? Genau, würde ich sagen. Ich habe schon mal gedacht, die Leute lügen, wenn sie sagen, dass sie Sex mögen. Also nicht lügen, aber ein bisschen übertreiben. Beziehungsweise, ich meine, ich habe dann auch relativ schnell gelernt, dass es nicht der Fall ist. Beziehungsweise ich dachte halt, auch Leute übertreiben, wenn sie über den Wunsch nach sexueller Interaktion reden. Aber ich sind halt so viele Menschen, dass ich dann doch relativ schnell mal drauf gekommen bin, dass es für manche Leute wohl so ist, wie es ist für sie. Als Lüge habe ich das nie wahrgenommen. Ich habe es nur nicht nachvollziehen können, muss ich sagen. Also ja, genau. Als ich dann meinen ersten Versuch dann auch hatte, habe ich mir gedacht, okay, also wenn ihr das so toll findet, ich kann das jetzt nicht nachempfinden, aber gut. Ich habe halt nie kapiert, warum es so ein Thema ist, aber Lüge, warum sollte ich auch einem Menschen unterstellen zu lügen, weil ich das nicht verstehe. Also das ist zumindest nicht meine Reaktion darauf. Ich habe es einfach auch schon früher darauf geschoben, halt einen unterschiedlichen Geschmack. Der eine findet das halt ganz toll, der nächste eben nicht und völlig okay. Also ja, naja, ich glaube, wir gucken uns einfach mal den nächsten an. Und zwar steht da, ich habe schon mal Freunde verloren, weil sie mehr von mir wollten, sexuell, also steht da in Klammern, und ich das nicht wollte. Ja, so, das ist mir tatsächlich schon passiert, auch was ich dann immer sehr schade finde, aber ja, was will man machen oder was will ich oder kann ich dagegen machen, dass es halt, ja. Ja, auch ich habe schon Freunde und mir wichtige Personen verloren, weil eben die andere Seite mehr wollte wie ich. Ich habe mittlerweile für mich entschlossen, dass ich diese Leute dann ziehen lasse, auch wenn es schade ist. Ja, natürlich. Also sie da behalten ist dann auch, ich meine, ja, das ist halt auch nicht meine Entscheidung, wer dann noch mit mir irgendwie befreundet ist danach oder so oder trotzdem oder auch nicht eben. Ich habe noch nie jemanden deswegen verloren, nur eben, das habe ich glaube ich in der Hauptfolge einmal kurz erwähnt, ich habe mal eine Beziehung ist daran, also ich vermute, dass sie daran gescheitert ist, dass ich einfach keinen Spaß am Sex empfunden habe, nicht weil ich nicht wollte oder so, aber nee, das nicht wollen, das war bei mir jetzt noch kein Thema. Ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten, das ist recht kurz. Ich habe schon mal Sex gehabt. Ja, öfters. Kommt natürlich wieder auf die Definition von Sex an, aber penetrativ auf jeden Fall nein. Also ich hatte auch schon penetrativ, aber ja, wie ihr wisst, in meinem Fall finde ich das nicht so Bombe. Okay, ich glaube, wir nehmen mal den nächsten. Ich habe schon mal Angst vor Sex gehabt oder davor, dass jeder Mensch Sex mit mir möchte. Ja, also vor allem, dass jemand, also eben weil ich auch schon erlebt habe, dass ich eben Freunde verloren habe, die Sex mit mir wollten dass es teilweise einfach Beziehungen oder meine zwischenmenschlichen Beziehungen dann belastet hat auf eine Art und Weise, hatte ich schon manchmal einfach auch Angst davor, dass jemand das jetzt möchte und dass das eben wieder passiert oder dass es eben, ja, weil das für mich einfach Situationen teilweise auch so verkompliziert gefühlt. Also vor Sex generell nicht, aber halt auch aus dem Aspekt, dass daran schon Freundschaften zerbrochen sind, dass die falsche Person es von mir möchte sozusagen, also ja, wo ich es selber nicht möchte und dass dann halt wieder sowas passiert, das kann ich vollkommen nachvollziehen, aber vor Sex generell nicht, nein. Ja, vor Sex selbst habe ich jetzt auch keinen. Das wäre nicht meine Angst, sondern eben genau. Also ich kann sagen, vor Sex selbst hatte ich auch noch keine Angst. Dann die nächste Frage. Ich habe schon mal von Sex geträumt. Tatsächlich noch nicht. Also nie. Ich war überrascht, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass das ein Ding ist. Ja, öfters. Kommt immer mal wieder vor. Also ich muss sagen, von Sex auch nicht wirklich. Aber schon mal von, sag mal, romantischen und damit intimeren Handlungen. Also Berührungen, also ich lasse mich ja generell, wie gesagt, nicht gern anfassen. Ich bin kein Kuschelmensch. Außer ich bin halt romantisch in jemanden verliebt. Und ich hatte schon Träume mit Menschen, die ich eigentlich dachte, also gar nicht verliebt bin oder keine Anziehung, romantische Anziehung verspürt habe. Im Traum aber dann plötzlich romantische Anziehung hatte und auch kuscheln wollte mit den Personen im Traum. Aber eben Sex war da nicht bei. Nehmen wir mal das nächste.
ich habe schon mal mit jemandem geflirtet, wissentlich. Nein, also wissentlich nicht. Beziehungsweise ich glaube, generell noch nicht mit jemandem von mir ausgehend geflirtet. Das wurde aber so interpretiert mitunter. Da bin ich ganz manchmal. Bei dir. Bei mir ist es genau wie bei Finn, also wissentlich nicht. Mir wurde aber auch schon mal gesagt, oder ich wurde schon mal gefragt, flirtest du gerade mit mir? Nee. Ich habe schon mal wissentlich geflirtet, aber mir ist es auch schon mal passiert, dass irgendwie ein Verhalten von mir als Flirten gedeutet wurde und von mir gar nicht so gemeint war. Wir haben hier noch eine letzte, und zwar, ich habe schon mal Sex gehabt gewollt, ohne auch romantische Anziehung zu verspüren. Ja. Nein. Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil die Grundvoraussetzung, also... Ja, weil du keine romantische Anziehung verspürst? Ja, so irgendwie, also sowieso schon nicht. Und weil ich die Definition von Sex gerade wieder franzig und schwierig finde und damit gerade überfordert bin. Ja, ich muss mich übrigens nochmal korrigieren. Ich habe gerade gesagt, das ist die letzte. Es ist tatsächlich die vorletzte. Ich bin mal ein bisschen verrutscht. Deswegen lese ich jetzt einfach die wirklich letzte vor. Ich habe schon mal eine Beziehung aufgrund von Sex beendet. Unter anderem. Also es gab sehr viele Gründe, warum diese Beziehung beendet wurde. Aber einer davon, ja. Ich glaube, bei mir wurde mal eine Beziehung beendet. Also es wurde nicht von mir beendet, sondern von der anderen Person. Wegen Sex, weil ich nämlich einfach nicht dazu in der Lage bin, Spaß daran zu haben, mich da nur verstellen kann. Also jein. Ja, bei mir wurde mal eine, oder ich habe sie auch mit beendet, eine Beziehung, weil es sexuell nicht mehr gepasst hat. Man hat sich einfach in verschiedene Richtungen entwickelt.